Herzlich willkommen auf dem Vollmond-Orakel. Der Vollmond aus dem Mois de Moyenne. Der Vollmond aus dem Zeichen von der Jungfrau und von der Fisch. Fisch sind echte Personen, die mit zurückgesetzt zu sehen. Aber die Jungfrau, steht ganz klar für Perfektionismus, Ordnung. Und sollen aber auch aufpassen, weil die Energien, die links dich sind, immens stark. Und da kann es sein, dass du mal oder eben mal, wenn du in einer Situation warst, vielleicht nicht unbedingt den Diplomatie wärst fanden oder die richtig wieder, dass sie vielleicht nicht gerade impulsiv was mehr aus sich raus. Voilà. Im Moment ist es ganz energetisch gesehen anstrengend zu bauen. Dafür soll man diesen Moment genießen. Der Stillstand von der Wand der Zeit, weil der Frühjahr steht für uns an dir, also los, als sie nun kommen. Wie wäre es also, wenn wir diese Vollmond nutzen, für uns intensiv zu reinigen? Genre wie ein Frühjahrspot am Außen anerbannen. Wie kann ich das von Bannen machen und von außen? Naja. Wenn es der Moment Gefühl hast, du musst alles auf Kopf gehen, du heim, den Wohnung putzen, dein Auto waschen, machen. Nutz die Zeit und putz alles. Gehen alles auf Kopf, strukturieren neu um. Am Moment ist das ganz klar gefreut am Vollmond. Nutz die Zeit. Raum, putz den Wohnung, putz dich aber auch selber. Wie können sich selber reinigen? Natürlich muss Wasser sehen, so wie das immer meint. Aber es geht aber auch um Energien zu reinigen. Wie kann ich Energien, die vielleicht nicht gerade so, sich so positiv auffühlen, wie kann ich die aus einer Wohnung rauskriegen? Ganz einfach, wenn du der Putzwasser musst, für den Putzen musst du Wasser dann immer und dann musst du Salz dran. Und dann putzt du einfach mit Salz den Wohnung. Du kannst aber auch dich am Salz vom dödischen Meer boden oder was ich manchmal mache, ich mache das an meinem Kopf, mache ätherische Ölchen dabei, mische das an meinen Händen und wasche mich damit. Und ich gefühle mir, oh, ich nehme negative Energie auf mir oder ich war mit irgendeiner Person in Kontakt bei ihnen, ich habe die Person begegnet und oh, die Energie, die aus auf mir, für die Wäsche zu gehen, dann mache ich das mit Salz. Dafür brauche ich nicht viel zu kaufen. Salz, Kraftsalz, für den normalerweise immer daheim, vielleicht nicht unbedingt vom Dödel mehr, voilà. Ich kann aber auch mein daheim räuchern und sein Körper räuchern. Wie geht das? Dafür muss ich nicht unbedingt an eine extra Boutique gehen. Es geht nur, wenn es Salbei wieder daheim muss. Viele Leute von uns benutzen das beim Kochen. Du kannst Salbeiblatt, entschuldigt, gedrückt, gell? Auffangen und du mal den Wohnung ausräuchern von Ack von Ack. Gehen natürlich auch Leute, kriegst das so, dann hast du so wie ein Bouquet Blumen und Nägel gestreckt, die Salbeiblätter. Dann hält das mir lang. Und dann kannst du die auffangen, mit Bricke, mit Fixspeil. Und du mal da von Ack zu Ack an dem Raum gehen. Oder du musst es von deinem Face bis rup, bis bei der Kopf. Das Gefühl ist, du musst dann eigentlich alles von der Wäsche machen. Ein ganz gut Alternativ, wenn ich will, aus einem Gedanken räumen. Nicht nur kann ich ins Material räumen, aber auch aus einem Gedanken. Und so müssen sich verrückt mit Gedanken, an denen sich verrennt, natürlich kein Plan mit, wie sie nämlich an oder aus. Wie kann ich also meine Gedanken räumen? Das geht ganz einfach. Schaut euch von uns mit einem Blatt an den Weg, weil ich zum Beispiel habe nicht mal so klingen Notiz. Heftchen an meiner Porsche, an meinem Bick. Bei mir fallen, egal wo ich sehe, mir fallen so wirklich so kleine Stich wieder an oder Gedanken, für einen neuen Text zu schreiben oder Sachen, die ich noch vergisst habe, wo ich wirklich die Gedanken und, oh, das tut denn, oh, nee, das tut denn super, die Gedanken, ich werde nicht zu vergessen. Ich finde das so gut, so kleine Heftchen neben meinem Bett, weil ich kann so, wenn ich erwaschen, Gedanken habe und ich werde noch stehen, noch vergessen. Und dann schaut mich dann ganz nicht verrückt zu machen und darum die ganze Zeit willen zu denken, dann schreibe ich mir das ab.
Voilà. Die Leute machen sich Positiv- und Negativ-Tabellen. Das kann ja auch mal manchmal der Pro und Contra zu etwas. Mir voilà, geht aber auch so. Also, wusste ein kleines Blättchen und ein kleines Heftchen, mal da traue ich an den Post, wer es gesehen und an den Tasche oder an den Sachen, wird sich bestimmt lohnen. Und dann, wenn ich das dann alles aufgeschrieben habe, kann ich das noch ein Kanutregel lesen und so, und ah ja, dann ist das mir einfach. Und alles, was den abschreibt, dingt aber auch teilweise zum Loslassen. Wie wäre denn eine Person, die will loslassen, einen Brief schreiben, den du noch verbrennt? Meditation, ganz klar. Haut mal Impulskarten, und denke so Karten, was gesagt in dir? Sei du selbst, lebe deine ganze Kraft. Das sind die Meditationskarten. Das hatten wir schon an dem letzten Orakel mit positiven Affirmationen oder so. Kann ihn immer mit an eine Meditation holen. Eine ganz gute Übung auch am Moment, sich zu erden. Erde kann ihn bebaust, man kann ihn sich aber auch daheim erden. Wie erden ich mich? Ich bin ein Mensch, ich brauche den Kontakt zum Boden. Natürlich Bullface am Boden oder auch mal auf meinem Balkon, da wo es mir kalt ist. Dass ich den Kontakt mit der Haut zum Boden habe und dann verwurzeln ich mich. Natürlich denke ich an einen Baum und seine Wurzeln und ich erde mich so. Und das hilft mir ganz, ganz gut. Durch verschiedene Atemtechniken aber auch, kann ich auch loslassen und an den Mitteln zurückkommen. Wie meine ich das? Ich stelle mich da hin oder ich lehne mich da hin und ich mache mich atmen, aber all Atemzug oder an pur Atemzug, denke ich schon etwas, was ich loslassen will. Und das atme ich an eine Wolke und die Wolke kann ich fliegen lassen. Weil er also mal raumen. Wir putzen, wir duschen mit Salz oder mit Peelingen oder mit Vanillin auch, oder Räucheren, wenn ich aber nicht räuchere will, weil ich den Geruch nicht verdreht, kann ich aber auch mit ätherischen Ölen schaffen. Wir Gedanken abschreiben und loslassen, Meditation, sich erden und atmen. Atmen muss man sowieso. Wie war das nicht, wenn du sich im Moment oder eine Minute oder paar Minuten Zeit holen, für mich intensiv zu atmen und das mir kontrolliert zu machen. Voilà, und da geben wir dann unseren flotten Sei du selbst und lebe deine ganze Kraft Orakel ablesen. Und so das Karte gewählt hast, die echt, das ist ein wunderschöner Stehen, da gilt das Botschaft dir. Ich achte meine Persönlichkeit, ich öffne mein Herz für meine Einzigartigkeit. Du bist gut, wie du bist. Du bist super, wie du bist. Du siehst und dirfst ganz viel Stolz auf das sein, so wie du bist. Du bist nicht ich, ich bin nicht du, ich bin nicht mein Opa, ich bin nicht meine Mama, ich bin nicht mein Bruder, ich bin nicht mein Kind. Ich bin ich selber. Und das ist genial. Ich mache mein Herz auf für die Person, wo ich bin. Ich schätze da, dass ich dankbar darüber, dass ich darf sehen, wie ich bin. Vielleicht habe ich die eine oder andere Sache, die nicht gut aus um mir. Ich kann ja immer evaluieren und ausmischen, was nicht zu mir passt, was sich nicht richtig anfühlt für mich. Das kann ich ausmischen. Das kann ich losgehen für mich selber. Das kann ich loslassen. Mir im Allgemeinen, so wie ich eben gerade sehe, mit meinen guten Seiten, mit meinen vielleicht meiner guten Seiten, darf ich froh sein über das, was ich sehe. Das, wenn du die zweite Karte geholt hast, mit diesem Stehen.
Ich vertraue mir. Ich lebe aus der Weisheit meines Herzens heraus. Ich just lang weiß, was mir gut geht. Ich lang weiß, was ich nicht mehr will, was zu mir gehört. Ich lang weiß, was ich kann loslassen, was ich nicht mehr will. Just ich kann so lang weiß das. Mein Herz und mein Kopf sind schlau. Die wissen, was richtig ist für mich, aber das nicht. Auch wenn es eine falsche Entscheidung war, da war das noch immer die, die im Moment für mich aber die richtig war. Das gebe ich nicht können wissen und ich kann nicht daraus lehren. Den dritten stehen. Ich unterstütze mich bei meinen Projekten. Ich lebe aus meiner kraftvollen Mitte heraus. Ich darf Projekte haben, ich darf Ziele haben, ich darf sie visualisieren, ich darf sie spüren, ich darf mich rauffühlen. Ich darf das alles und ich lebe aus meiner Mitte raus. Wenn ich in meiner Mitte bin, wenn es mir gut geht, wenn ich mich um mich kümmere, wenn ich mir einen Moment für mich hole, wenn alles rundherum mich so ist, wie ich mir das wünsche, wenn alles proper ist, geräumt ist, losgelöst ist, wenn ich geehrt bin, wenn ich ruhig an mir selber bin. Ich darf wünschen. Ich darf mich groß gesehen, ich darf mich groß machen. So, ich wünsche mir, dass der aber schlafend, auch wenn die Energien ganz, ganz heiß sind, die längst ist. Ich hoffe, wenn der fehlt, dass es emotional ganz heiß ist, weil die Energien stark sind, dass ich nicht vielleicht unbedingt ganz diplomatisch sehen oder spüren, das fühlt sich nicht gut an, dass er an ihrer Mütze bleibt. Bleib an deiner Mütze, bleib bei dir selber. Wenn du merkst, dass dem anderen seine Energien heiß sind, geh nicht darüber an, schütze dich selber, bleib an deiner Mütze, bleib bei dir, bleib an deinem Herz und geh nicht so viel an deinem Kopf. Ich wünsche dir einen ganz schönen Vollmond. Aber bis ganz geschwind.